Leckere Kostproben gab es bei den Kärntner Standeln am Kirchhanger in Gundramsdorf. Spezieller Honig, außergewöhnliche Käsesorten, aber auch ganz traditionelle Wurstwaren galt es für die gekommenen Gourmets aus nah und fern zu genießen. Kärntner Standeln, das Wort sagt ja schon, hier gibt es leckere regionale Produkte aus dem Kärnten. Welche? Speck, Wurst, Käse, Salami, auch sehr gutes Natursauerteigbrot, Switzender Kalkbar und Kammerschmalz und diese Sachen. Und was sind denn die besonderen Produkte, was Sie jetzt gerade schneiden? Das ist ein Schopfspeck zum Beispiel. Ne? Das ist ein gesöchter Schopf, wird 7 Monate Luft getrocknet. Ganz ein tolles Produkt. Stellen Sie die Produkte alle selber her? Einen Teil machen wir selber, einen Teil kaufen wir zu. Also Käse zum Beispiel und Brot machen wir nicht selber. Was haben Sie hier bei den Kärntner Standeln gekauft? Wir haben eine Hartwurst und Käse gekauft. Finden Sie es toll, dass es hier die Kärntner Standeln gibt, weil man da besondere Produkte bekommt? Ja, natürlich finden wir das toll. Erstens sind es regionale Produkte, die man kriegt. Und ich nehme mal an, dass es ziemlich direkt vermarktet ist, was ich auch gut finde. Schmeckt dir das? Ja, schon. Ich finde es besser als die man beim Billa oder beim Zielpunkt kriegt. Wirklich sehr gut. Ich bin bei Käse sehr heikel. Aber der hat mir sehr gut geschmeckt. Ich weiß, das sind Naturprodukte, Bauernprodukte. Und von wo der jetzt genau ist, ist für mich nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass er mir schmeckt. Was ist Ihnen wichtig, den Kunden zu geben, zu bieten? Alles, im Prinzip. Es ist für jeden was dabei. Speck, es gibt verschiedene Specksorten, was mager ist, was fett ist. Mehr Luft getrocknet, weniger Luft getrocknet. Bauchspeck, Seitenspeck, eine Kärntner Spezialität da. Punsch, Salami, Wildbedruckte. Und welche leckeren Gerichte kann man mit den Produkten zubereiten? Naja, es sind hauptsächlich Sachen zum Jausnen. Man an Bauchspeck kann man immer für Hemmendecks zum Beispiel oder für Rala zum Marmeladen einwickeln und solche Sachen.